Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Video zum Thema Vorurteile und Ausreden in Bezug auf nachhaltigen Tourismus. Das ganze Team von Feel the World Travel, wir wollen euch heute sozusagen einen kleinen Einblick geben, wie unser Gehirn so tickt und zeigen, mit welchen Vorurteilen und Ausreden der nachhaltige Tourismus eben bis heute immer noch sehr häufig verbunden wird. Denn Fakt ist, dass in der Realität bis heute eine sehr starke Abweichung von dem Wunsch und der tatsächlichen Umsetzung von Nachhaltigkeit beim Reisen herrscht. Viele geben zwar an, dass sie gerne nachhaltiger reisen würden, aber letztendlich buchen nur rund 1-2% jährlich eine nachhaltige Reise. Das bedeutet, dass zwar irgendwie eine grüne Einstellung vorhanden ist, sich diese aber nicht im tatsächlichen Reiseverhalten widerspiegelt. Das heißt ja also, dass es irgendwie genug Ausreden, Vorurteile in Bezug auf nachhaltigen Tourismus geben muss, dass man letztendlich doch nicht nachhaltig reist. Ein paar dieser Ausreden, Vorurteile wollen wir euch in diesem Video mal vorstellen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass jeder von euch mindestens einen dieser Ausreden, Probleme, Hindernisse selbst in seinem näheren Umfeld zu hören bekommen hat oder wahrscheinlich sogar schon selbst einmal gedacht hat. Ja, ein Grund, der uns immer noch sehr häufig, gerade bei älteren Menschen auffällt, ist die oft herrschende Unsicherheit in Bezug auf die tatsächlichen Folgen des Klimawandels. Zum einen, gibt es den Klimawandel überhaupt wirklich? Und wenn ja, was sind die tatsächlichen Folgen? Und dabei höre ich oft Ausreden wie, ja, die Erde hat sich schon immer erwärmt oder ja, die Erde wird sich irgendwie auf eine natürliche Weise schon wieder davon erholen. Im Grunde herrscht also der Glaube, dass ja, Klimawandel und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit eben nur so ein vorübergehendes Problem oder Thema ist, wodurch es theoretisch ausgeblendet werden kann. Denn wenn man sich damit beschäftigen müsste, müssten eben auch viele ihren Lebensstil und ihren eigenen Konsum hinterfragen. Und höchstwahrscheinlich müsste man auch einen Teil des hart erarbeiteten, aber meist bequemen Lebensstils ändern. Vor allem in Deutschland, beziehungsweise eigentlich in ganz Europa, spüren wir die Folgen des Klimawandels bis jetzt noch kaum. Wir spüren vielleicht irgendwie heißere Sommer oder extremere Wetterbedingungen, aber noch lange keine dramatischen Auswirkungen, wie es in vielen anderen Ländern der Erde bereits der Fall ist. Wir können uns also einfach irgendwie nicht vorstellen, dass unser Handeln und unser Konsum irgendwie Einfluss auf beispielsweise den Plastikmüll in Asien haben soll. Und das macht das ganze Thema einfach sehr, sehr abstrakt. Daher sind wir auch deutlich zurückhaltender, weil unser Handeln nicht einen sofortigen Effekt zeigt. Ich glaube, wenn Leute verstehen würden, dass Nachhaltigkeit und nachhaltiger Tourismus dementsprechend auch nicht unbedingt mit Einschränkungen und Verzicht oder mit Einschränkungen des Lebensstils zu tun hat, dass gerade solche Unsicherheiten mit der Zeit definitiv ihre Wirkung verlieren würden. Weitere weit verbreitete Ausreden sind dann die, in denen wir unsere persönliche Verantwortung ablehnen bzw. die Schuld jemandem anderen zuweisen können. Ausrede Nummer 1 ist, ja, ich kann ja gar keinen großen Teil dazu beitragen, darum muss sich dann schon der Staat oder die großen Unternehmen kümmern. Aber Fakt ist ja, die werden nichts ändern, wenn sich auch im Kleinen nichts bewegt. Das heißt, wenn sich niemand für die Themen einsetzt, dann ändert sich ja auch an der großen Front, an der großen Ebene nichts. Das heißt, jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen und auch mit Angebot und also vor allen Dingen mit Nachfrage das Angebot regeln. So zum Beispiel auch mit vegetarischen und veganen Produkten. Vor ein paar Jahren hätte noch niemand gedacht, dass es mal so viel Variation in den Supermärkten geben wird. Aber das resultiert natürlich nur aus der Nachfrage. Also wenn niemand diese Produkte kaufen würde, dann würde es auch gar nicht so ein großes Angebot geben. Und das Angebot erweitert sich ja immer mehr. Und ähnlich wie bei den vegetarischen oder veganen Produkten im Supermarkt kann man das ja auch auf die Flüge sehen. Also wenn die Nachfrage auch nach Kurzstreckenflügen immer weiter sinkt, dann werden die einfach auch weniger angeboten werden. Das heißt, ich kann meinen Teil dazu beitragen, jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass die Nachfrage sich so gestaltet und dann eben auch Unternehmen sehen, der Staat sieht, okay, da bewegt sich eben was in der Gesellschaft.
Die nächste Ausrede ist dann, oder der nächste Satz, den wir bestimmt auch schon mal alle gehört haben, ich bin machtlos oder was kann ich denn überhaupt alleine bewirken? Und im Prinzip befreit uns diese Machtlosigkeit von jeglicher Verantwortung. Wir kommen dabei schnell in das Denken, dass unser eigenes Verhalten ja überhaupt gar keinen Unterschied macht. Und außerdem prasseln so viele Informationen tagtäglich auf uns ein. Wir müssen die sortieren, wir müssen damit umgehen können. Und das Einfachste für uns ist, diese einfach alle wegzuschieben und zu sagen, ja, ich kann damit nichts anfangen, ich kann das eh nicht ändern und ja, es bringt ja dann doch nichts. Ja, mir ging es auf jeden Fall am Anfang so, dass jeder sagt was anderes, man weiß gar nicht, was man glauben soll und dann schaltet man irgendwie einfach erstmal auf Durchzug und belässt das dabei so. Und das Schlimme daran ist, wenn das im Endeffekt so der Status quo dann ist, also wenn das dann so bleibt und man eben nicht darüber nachdenkt und nicht ja, versucht, mit der Informationsflut umzugehen und vielleicht auch Schritt für Schritt sein Verhalten zu ändern, zu reflektieren, darüber nachzudenken und stattdessen in so eine Art Schockstarre zu verfallen und die einen komplett machtlos oder handlungsunfähig macht. Ja, wie Steffi auch gerade schon mal ganz kurz angesprochen hat, eines der Aussagen, die wir wahrscheinlich selbst schon mal von uns gegeben haben oder mindestens gehört haben, ist, der Flieger fliegt ja auch ohne mich. Also warum soll ich nicht mitfliegen? Weil ich bin ja nicht Teil des... Die anderen fliegen ja schließlich auch. Und unser Beitrag dazu wird oftmals als viel zu gering angesehen. Und man versucht einfach immer eine Ausrede zu suchen. Weil warum soll ich verzichten? Die anderen verzichten ja schließlich auch nicht. Warum soll ich meinen Flug kompensieren? Als ob ich dafür irgendwie was kann, wenn... Ja... unsere Welt leider es nicht in den Griff bekommt, oder die Menschheit es nicht in den Griff bekommt, den gesamten ökologischen Fußabdruck einfach viel, viel, viel geringer zu halten, wie wir es momentan tun. Flugreisen sind bei uns Luxus und wir finden das oder empfinden es als unfair, wenn andere fliegen können und wir nicht. Ist ja auch ganz logisch, dass wir so denken, aber gemeinsam können wir was an diesem Denken ändern. Also es sollte eher so sein, dass man sich nicht angegriffen oder kritisiert fühlt, wenn man sagt, ich fliege nicht, sondern man sollte sich angegriffen fühlen, eigentlich, wenn man sagt, man fliegt. Aber das ist noch nicht in den Köpfen der Menschheit angekommen. Aber wir sind auf einem guten Weg auf jeden Fall und auch die sozialen Medien haben ihren großen Teil dazu beigetragen, dieses Thema immer weiter in die Welt hinaus zu tragen. Und wir sind positiv, dass ganz bald da auch schon ein ganz großer Change stattfinden wird. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ganz gerne mit in meinen Sonntagvormittag hier auf meinem Balkon nehmen. Und zwar ist das so ein bisschen für mich ein Moment am Ende einer Arbeitswoche, in dem ich so ein bisschen reflektiere, ein bisschen Revue passieren lasse. Welche Ziele habe ich mir eigentlich so für mich vorgenommen und wie habe ich die Dinge anschließend auch für mich umgesetzt. Und immer wieder erwische ich mich dabei, dass ich mir Ziele setze, wie beispielsweise weniger Kaffee trinken unter der Woche. Und wenn ich dann aber an einem Sonntag mir hier mein Plätzchen nehme auf dem Balkon, dann merke ich, diese leckere Tasse Kaffee, die hätte ich doch dann ganz gerne mit dabei. Ähnlich ist es mit Süßigkeiten. Ich nehme mir vor, dass ich eigentlich weniger Süßigkeiten essen möchte und merke aber zum Kaffee so eine kleine Süßigkeit, das hat schon was, das ist schon ganz cool. Das heißt, was passiert in meinem Kopf? Für den Moment, in dem ich hier auf dem Balkon sitze, versuche ich eine Ausrede oder eine Ausnahme zu finden, die ich jetzt hier auf dem Balkon ganz gerne haben möchte. Und wenn ich dann über die Woche drüber nachdenke, merke ich, ich habe irgendwie verdammt viele kleine Ausreden, die ich im Alltag gelten lasse, bei denen ich dann doch nicht mehr die Dinge umsetze, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Und genau da, finde ich, schließt sich eine Brücke hin zum Reisebereich. Auch im Reisebereich merken wir, nachhaltiges Reisen ist etwas, was ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele Traveler ganz gerne haben möchten, gerne auch unterstützen, die Gedanken sind grün. Kommt es dann zum Punkt, okay, und jetzt setze ich für meinen Urlaub nachhaltiges Reisen um, dann verfallen auch da wir Menschen immer wieder dazu, dass wir sagen, ja, aber jetzt eine Ausnahme, so viele Urlaubstage habe ich ja nicht und wenn ich in den Urlaubstagen dann auch genießen möchte und mir das gönnen möchte, dann verzichte ich vielleicht auf das ein oder andere auf den einen oder anderen Nachhaltigkeitsaspekt. Wir möchten euch das ein bisschen einfacher machen. Wir versuchen von Anfang an bei Feel the World Produkte zu entwickeln, damit ihr euch da recht wenig Gedanken machen müsst, gleichzeitig aber wisst, eure grüne Motivation wird nicht aufgehalten.
Und die Produkte, die ihr bei uns lebt, sind wirklich nachhaltig durchdacht angeboten. Und dementsprechend möchte ich euch dazu animieren, versucht im Alltag immer wieder euch auch da selber zu reflektieren, zu hinterfragen, gebe ich gerade der Ausrede die Chance oder gebe ich der Nachhaltigkeit die Chance? Und für unseren Planeten wollen wir natürlich immer wieder versuchen, dass wir schauen, okay, lasst der Nachhaltigkeit ein bisschen mehr Chancen geben und weniger Ausreden haben. Euch viel Erfolg dabei und wir sehen uns sicherlich auf der einen oder anderen nächsten Feel the World nachhaltigen Abenteuer- und Erlebnisreise. Ciao, ciao! Ja, das war's schon von uns. Nun habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in die Welt der Ausreden und Hinderungsgründe zum Thema nachhaltigen Reisen. Natürlich gibt es da noch viele, viele mehr. Zum Beispiel, dass nachhaltiger Tourismus nicht komfortabel sei, dass insgesamt Nachhaltigkeit eine Scheinwelt ist oder dass nachhaltiges Reisen immer mit hohen Kosten verbunden sein muss. Aber leider reicht die Zeit nicht ganz, um hier wirklich alles unterzubringen und auch wirklich in die Tiefe gehen zu können. Was uns aber nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass eine Reise unserer Meinung nach immer bewusst und intensiv erlebt werden sollte. Das bedeutet also, Erlebnisse zu schaffen, die euch langfristig in Erinnerung bleiben werden und zudem auch einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt und die Menschen vor Ort haben. Gerade in Bezug auf das Reisen können wir sehr, sehr viel machen, dass das Reisen intensiver, bewegender und nachhaltiger wird. Daher wünsche ich mir, dass jeder den Sinn und den Mehrwert des Reisens für sich entdeckt oder auch wiederentdeckt, dass wir weg vom Massentourismus kommen und wir auch keine Ausreden mehr finden müssen, in Zukunft nachhaltiger zu reisen. Wer mehr über das ganze Thema nachhaltigen Tourismus, Nachhaltigkeit wissen möchte, nachhaltiges Reisen, der kann auch sehr gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen, feeltheworld.travel, und auch mal bei unserem Blog vorbeischauen. Da findet ihr sehr, sehr viel Informationen rund um das Thema Erlebnisse, intensive Begegnungen und ja, vor allem auch nachhaltiges Reisen. Schaut auch gerne auf unseren Social Media Accounts vorbei, da findet ihr sehr, sehr viele weitere Informationen. Und ja, hier als Extra beim 18 Reisen Festival haben wir auch noch eine kleine Checkliste mit Tipps für euch zusammengestellt, wie man nachhaltig reisen kann. Schaut doch da einfach mal gerne rein. Und ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute und liebe Grüße vom ganzen Feel the World Team. Ja, tschüss.